Hallöchen und willkommen zurück hier, beziehungsweise was heißt zurück? Es ist ein Infovideo nur. ein Ankündigungsvideo, Infovideo, wie man es auch nennen möchte. Denn morgen startet wieder ein Livestream und das ist ein besonderer Livestream, denn, ja, wie soll ich sagen? Erstens spielen wir die ganze Zeit Ragnarok nur. Also morgen dreht es sich nur um Ragnarok. Für die Pokémon-Fans bzw. Nintendo-Fans, die ich auf meinem Kanal noch habe. Ihr könnt trotzdem vorbeischauen, das Spiel ist einfach der Hammer. Würde ich auch jedem empfehlen. Also es geht auch um die Unterhaltung, nicht nur um das, was man spielt. Es wird auch gequasselt, ich bin auch am Start. Also von daher, einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Fakt ist, morgen werden wir einen Livestream machen, beziehungsweise ich starte den. Wie viel Uhr? Ich würde mal spontan mal sagen, 15 Uhr, wird hinhauen, 15 Uhr, ja. Würde ich einfach mal so spontan sagen, 15 Uhr. Wenn es später sein wird, dann ist es halt später, dann köpft mich jetzt nicht oder sonst was. Fakt ist, 15 Uhr startet dann, sage ich mal, ungefähr der Stream. Wir werden da jetzt seit heute, also heute Donnerstag, das Event Double XP rausgekommen ist, deswegen mache ich überhaupt diesen Livestream. Wenn wir eine neue Klasse anfangen, ja, wir werden eine neue Klasse anfangen. Parallel dazu findet dann auch die zweite Staffel von Ragnarok Online auf meinem Kanal. Yep. Und zwar habe ich mir das so gedacht, es wird jetzt eine zweite Staffel sein. Die erste Staffel geht natürlich weiter, ne? Klar, die erste Staffel geht weiter, wie gewohnt, nur zweite Staffel geht das halt parallel weiter. Und bei der zweiten Staffel werden wir uns eine Klasse anschauen, die wir dann halt leveln. Und zwischendurch mache ich dann halt Let's Play Parts. Ne? Die werde ich dann abschneiden, denn ich kann ja, wenn ich auf einer Map bin und level dann eine Stunde, kann ich nicht eine Stunde den Leuten zeigen, hier, ich level seit einer Stunde hier. Das kann man nur im Livestream zeigen. Selber im Let's Play lohnt sich das nicht, das guckt kein Mensch sich an. Kurz auf die Map eingehen und zeigen, hier wird gelevelt bis Level bla bla bla, von da bis da und bis dahin, fertig, ne, fertig. So habe ich das auch mal in der ersten Staffel gemacht. Das wird auch morgen so stattfinden, das heißt, zwischendurch beim Livestream werde ich mal kurz Break machen, das heißt, ich nehme für 20 Minuten oder für 15 Minuten gerade die Gegend auf und dann geht's halt weiter mit dem Livestream. So mache ich das und das wird dann halt morgen gemacht, ich sag mal circa 15 Uhr, es kann auch sein, dass es 18 Uhr ist morgen, das hängt davon ab, wie ich vorbereitet bin. Wenn ich schlecht vorbereitet bin, fängt es eher dann später an. Und dennoch, geht auf meine Facebook-Seite, dort wird ihr auch die genaue Zahl finden, weil eine Stunde vorher kündige ich den Stream an. Das heißt, auf der Facebook-Seite einfach mal vorbeischauen oder halt einen Twitch-Kanal einfach schon auf Verfolgen klicken bzw. einen Follower dalassen, denn sobald mein Twitch-Kanal online ist, bekommt ihr eine E-Mail. Und dann seht ihr, SakatiS ist wieder für euch am Start. Ne? So, Fakt ist, ja, das war es eigentlich schon zum Infovideo. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Wir fangen von null an, ne, ganz klar. Double XP ist vorhanden, das heißt zusätzlich noch ein Bubblegum, ab geht's. Und ja, dann geht's richtig die Post ab, würde ich mal sagen. Energy ist auch da. Energy muss auch da vorhanden sein, ohne Energy geht gar nichts. Mal schauen, wie weit wir kommen. Bin mal gespannt. Sonst, wie gesagt, parallel zu der ersten Staffel läuft dann die zweite Staffel. Das heißt, die erste Staffel ist nicht zu Ende. Ne? Auf gar keinen Fall. Das ist meine Main-Staffel. Die wird bis Episode 1000 gehen. deswegen, die ist nie zu Ende. Die zweite Staffel kann irgendwann zu Ende sein, klar, wenn die Klasse fertig ist. Dann ist die halt zu Ende, aber die erste Staffel ist immer diese Informationsstaffel plus Main-Staffel mit meinem GX, ne, klar. Und bei der zweiten Staffel werde ich mir überlegen, wie ich das alles gestalte. Da geht es eigentlich nur um die Klasse, mehr auch nicht. Und ja, dass wir ein bisschen Sortiment kriegen, weil nicht jeder ist ein Assa-Fan oder GX-Fan, deswegen werde ich ja eine Klasse auch mit ins Boot nehmen, dass es nicht zu langweilig wird. Deswegen würde ich mich freuen, ne, richtig freuen, wenn viele morgen da sind, denn umso mehr der Chat bzw. der Twitch-Kanal voll ist, voller Leute, umso mehr macht es Spaß. Das heißt, wenn ich sehe, wow, da sind viele Leute unterwegs auf meinem Kanal, werde ich auch lange streamen. Wenn ich sehe, da gucken jetzt nur 2-3 Leute, mache ich da nicht lang mit. Weil, müsst ihr vorstellen, ich will die Zuschauer unterhalten, nicht mich selber am Ende. Und ich kann auch offline spielen, ne? Ich kann dann problemlos offline spielen. Was heißt offline spielen? Was laber ich? Offline aufnehmen. Also ohne aufnehmen, einfach spielen.
Und das geht dann viel besser, weil dann kann ich parallel dazu auch mal ab und zu mal eine Folge drehen und fertig, ne? Wie gesagt, viele Leute da, wenn viele Leute da sind, werde ich auch lange streamen. Wenn nicht viele Leute da sind, dann tut's mir leid, dann werde ich auch nicht lange streamen. Nicht, dass dann später gesagt wird, warum nur so kurz oder... Ja, das hängt an euch, ne? Also viele, dann fragt Oma, Opa, Mutter, Vater, Kind, Großeltern, Bruder, Schwester, Freundin, Freund, dass sie auch mal vorbeischauen morgen, zuschauen beim Let's Play von Sakati. Und dann geht's eigentlich ab, ne? Also es wird auf jeden Fall eine Unterhaltung da sein. Und was ist was Schöneres am Wochenende, Start am Wochenende nochmal hier ein Livestream zu starten über das Spiel Ragnarok Online. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich beende erstmal dieses Infovideo und wir sehen uns dann spätestens morgen. Falls was dazwischen kommt etc. Absagen oder sonst was, kündige ich das alles auf meiner Facebook-Seite. Die findet ihr, wie gesagt, unterm Video. Da sind zahlreiche Links. Einfach mal durchklickern. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Ne? Bis dahin, euer Sakatjes.